Seoul, eine Stadt, die weltweite Trends setzt. Sie vereint K-Pop-Kultur mit Palästen und Straßenmärkten. Ihre 10 Millionen Einwohner schreiben jeden Tag neue Geschichten. Wir nehmen sie mit zwischen Wolkenkratzer und Tempel. In einer unscheinbaren Straße in Gangnam tanzt dieser Junge seinen großen Traum vom K-Pop-Star entgegen. Als K-Pop-Star möchte ich meine positive Energie verbreiten. Im historischen Zentrum bringt er Touristen und Einheimische die koreanische Kultur näher und macht damit ordentlich Gewinn. Und auf Seouls ältesten Straßenmarkt setzt sie sich täglich mit ihren handgemachten Nudeln gegen die Konkurrenz durch. Ich gebe immer mein Bestes. Begleiten Sie uns auf 5 außergewöhnliche Straßen in Seoul. Los geht's in der Chahamunlo Idashi Cheai. Die Straße befindet sich im historischen Zentrum der Stadt. Was auffällt, hier laufen ungewöhnlich viele Menschen in langen Gewändern herum. Allein in dieser Straße gibt es 6 Läden, in denen es diese zu leihen gibt. Sogar Männer tragen die schick verzierten Kleider. Und dafür gibt es einen skurrilen Grund. Dazu gleich. Wir treffen Kang In-Wo. Der 25-Jährige besitzt einen traditionellen Kleidungsverleih. Seit 7 Jahren borgt er sogenannte Hanboks aus. Traditionelle koreanische Kleidung. Ein Geschäft, das ihm quasi in die Wiege gelegt wurde. Mein Vater hat schon mit Hanboks gearbeitet. Und so bin ich auch dazu gekommen. Ich verleihe sie an meine Kunden und vermittle so gleichzeitig ein wenig koreanische Kultur. Das macht mich sehr stolz. Dankeschön. Hanboks sind bekannt für ihre bunten Farben und schönen Stickereien. Koreaner tragen sie meist zu besonderen Anlässen. Auch Männer werfen sich in lange, farbenfrohe Gewänder mit schillernden Mustern. So wie diese. Das ist Alltagskleidung für normale Leute. Und das große rote Gewand ist für einen König. Dazu gibt es unterschiedliche Hüte. Der hier ist für den Alltag und der für Könige. Bei Frauen hingegen besteht das Outfit aus einem Rock und einem passenden Oberteil. Wer mag, kann sich Accessoires aussuchen, geschminkt werden und eine passende Frisur bekommen. In Kangs Laden ist richtig was los. Sogar Einheimische kommen her. Die meisten leihen sich einen einfachen Hanbok für 2 Stunden. Das kostet umgerechnet nur 7 Euro, doch die Masse macht's. Wie viel ich damit verdiene, ist schwer zu sagen. Ich rechne das immer pro Saison. Das Geschäft läuft vor allem an warmen Tagen im Frühling und im Herbst. Denn dann herrschen die perfekten Temperaturen, um einen Hanbok zu tragen. An schönen Tagen kommen hunderte Koreaner und Touristen in seinen Laden. Auch Dachon und Minchi leihen sich heute jeweils einen Hanbok aus. Ich wollte Blumen, deshalb ist alles pink. Und bei ihm haben wir uns für einen etwas schickeren Hanbok entschieden. Ich mag mein Outfit. Es ist weiß und schlicht und ich finde, es steht mir gut. Und warum das Ganze? Wir sind seit 200 Tagen zusammen und sehr verliebt. Es war schon immer mein Wunsch, den großen Palast anzuschauen. Und deshalb bin ich heute mit meinem Freund hierher gekommen, um die Kultur zu erleben. Mit ihren Hanboks machen sich die frisch Verliebten auf dem Weg zum Jongbokgung-Palast, dem ältesten und größten in Seoul. Und sie sind nicht die Einzigen. Die Straße ist voll mit Leuten in traditionellen Gewändern. Alle auf dem Weg zu den umliegenden Palästen, um ein wenig koreanische Kultur zu erleben. Beim Palast angekommen geht es dann aber vor allem um eins: Erinnerungsfotos. Ich bin sehr glücklich. Wir sind heute extra eine Stunde mit dem Zug, der U-Bahn und dem Bus angereist, um diese Fotos zu machen und den Palast anzuschauen.
Diese kulturelle Erfahrung mit jemandem zu teilen, den ich sehr mag, ist etwas Besonderes. Und ich finde eine echt schöne Erfahrung. Die Anfahrt hat sich für Dajon und Minchi also gelohnt. Sie werden noch 1,5 Stunden in ihren traditionellen Gewändern koreanische Geschichten entdecken. Möglich gemacht durch Kangs Hanbok-Verleih in der Jamunlo Idashi Chiei. Vom historischen Zentrum geht's ins Mekka für K-Pop-Fans. Der Gangnam Daero Kodasha Chiei. Die Straße liegt mitten im gleichnamigen Viertel Gangnam. Hier finden sich etliche K-Pop-Schulen. In unserer Straße steht eine der erfolgreichsten, die LP Dance. Die Gegend ist bekannt für Luxus, Protz und Bling-Bling. Schon 2012 besingt der K-Pop-Künstler Psy den Lifestyle des Szeneviertels. Seitdem boomt der koreanische Pop weltweit. Und damit, dass auch so bleibt, wird in den K-Pop-Schulen gezielt für Nachwuchs gesorgt. Hier treffen wir Tung Yong Lee. Der 19-Jährige träumt von einer Karriere als K-Pop-Star. Wie viele Teenager in Korea nimmt er dafür einiges auf sich. Als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich mir die Zeit 50-50 aufgeteilt. Jetzt, nachdem ich ein halbes Jahr hier bin, fokussiere ich mich zu 90% auf meine K-Pop-Karriere und nur zu 10% auf die Schule. Für umgerechnet 700 Euro im Monat nimmt Tung Yong hier 6-mal die Woche Unterricht. Unter der Woche geht er nach 8 Stunden Schule am Abend noch für 2 Stunden in die Tanzschule. Hee Sung Park Wae ist seit 6 Jahren hier Tanzlehrer. Er hat eine erfolgreiche Hip-Hop-Karriere hinter sich. Er weiß, der Traum vom K-Pop-Star fordert einiges. K-Pop ist in Südkorea mittlerweile eine große Entertainment-Industrie, die nicht mehr wegzudenken ist. Aber es gibt auch eine dunkle Seite. K-Pop raubt den Kindern ihre Kindheit. Wer es schaffen will, muss sehr hart trainieren, um sich bei der großen Konkurrenz durchzusetzen. Wer es nicht schafft, hat seine Kindheit quasi verschwendet und muss mit dieser großen Enttäuschung leben. Oft ist es im echten Leben dann schwer, damit klarzukommen. Wer in dem Business Fuß fassen will, muss früh anfangen. Die Jüngsten starten schon ab 6 Jahren mit dem harten Training. Als K-Pop-Star muss das Gesamtpaket stimmen. Tanzen ist nur ein Aspekt. Tung Yong nimmt auch Gesangsunterricht, bemüht sich, den gewissen Look zu haben und lernt fleißig Fremdsprachen. Es gibt so viel Konkurrenz. Es ist fast unmöglich, es überhaupt in die K-Pop-Industrie zu schaffen. Wenn man in Prozenten oder Anteilen spricht, dann denke ich, schafft es vielleicht einer von 200 oder 300. Und selbst dann ist er noch kein Star, sondern muss weiterhin hart arbeiten, um es vielleicht an die Spitze zu schaffen. Ehrlicherweise haben meine Eltern vorgeschlagen, dass ich Unterricht in der K-Pop-Schule nehmen soll. Sie unterstützen mich also nicht nur finanziell, sondern stehen voll hinter mir. Heute steht nach dem Training noch ein Vortanzen für eine der größten koreanischen Entertainment-Firmen an. Tung Yong hat sich angemeldet, denn er will auf die Bühnen und auf die Billboards des Landes. Ob er mit der Audition seinem großen Traum näher kommt, sehen wir später. Wir verlassen Gangnam vorerst in Richtung Nordwesten. Hier entdecken wir eine Straße, die stellvertretend für ein koreanisches Phänomen steht. Am Rande der Metropole geht es nicht so schillernd zu. Ein krasser Kontrast zum schicken Zentrum. Der Grund, warum wir uns hier umsehen, befindet sich eine Etage tiefer. Versteckt hinter diesen Fenstern liegen Untergrundwohnungen. Die Bungias. Wir treffen Jae Bong-na. Er lebte selbst einmal in einer Bungia. Heute zeigt er uns die Wohnung eines Freundes. Als ich vor 25 Jahren nach Seoul gezogen bin, wohnte ich in der Sillimdong-ro auch in einer Bungia. Es war ähnlich wie hier. Alles sehr alte Gebäude, aufeinander gestapelt, eng beieinander und nicht viel Platz. Meine damalige Wohnung war noch tiefer im Untergrund als diese hier.
Banshees waren ursprünglich als Luftschutzbunker bei einem möglichen Krieg mit Nordkorea gedacht. Danach wurden sie als Lager benutzt und später zu billigen Wohnungen umfunktioniert. Denn viele können sich die Mieten im Zentrum Seouls nicht leisten. Die Stadt liegt weltweit auf Platz 3 beim Quadratmeterpreis, sogar noch vor New York. Deswegen wohnen vor allem junge Leute und Geringverdiener in den Untergrund-Apartments. Da hier nicht viel Licht reinkommt, fehlt einem oft die Lebensenergie. Und wenn es heftig regnet, kann es passieren, dass durch die undichten Fenster Wasser in die Wohnung läuft und alles feucht wird. Die Tapete wird nass und fällt von den Wänden. Man muss sich ständig erneuern. Durch das wenige Sonnenlicht ist es schwierig, am Morgen richtig wach zu werden und sich ausgeruht zu fühlen. Die Leute wohnen hier nicht freiwillig, sondern weil sie sich in schwierigen Lebenslagen befinden und keine andere Wahl haben. Für eine Banshee wie diese zahlt Chae Bongs Freund etwa 250 Euro Miete im Monat. Für die 30 Quadratmeter fällt auch oft keine Kaution an. Allerdings müssen die Bewohner mit Nachteilen leben. Niedrige Decken, Dunkelheit, Enge. Es ist wirklich sehr eng hier und man hat kaum Platz. Wie in Korea üblich, esse ich am Boden mit diesem Tablett. Meistens vor dem Fernseher. Der seit den 80er Jahren anhaltende Zuzug nach Seoul macht es schwierig, in der Stadt eine Wohnung zu finden. Meine Frau und ich haben hart gearbeitet, um genug Geld für eine bessere Wohnung zu haben. Als wir dann endlich ausziehen konnten, war das das beste Gefühl meines Lebens. 2020 gab es Schätzungen zufolge mehr als 200.000 dieser Kellerwohnungen allein in Seoul. Chae Bong hat den Klassenaufstieg geschafft. Für viele bleiben Banshees allerdings der einzige bezahlbare Wohnraum in Seoul. Das soll sich ändern. Letztes Jahr erließ die Stadt ein Verbot für neue Banshees. Die bereits bestehenden Kellerwohnungen sollen anders genutzt werden. Dafür haben Eigentümer bis zu 20 Jahre Zeit. Für die jetzigen Mieter baut die Stadt neue Wohnungen. Zurück in die City, ins Ausgehviertel Hongdae und Eul Madanglo. Die Straße befindet sich direkt neben der Hongik-Universität und zieht sich fast 2 Kilometer durch das Studentenviertel. Hier blüht das Nachtleben mit Spielhallen, Shops, Restaurants, Bars und Clubs. In Hongdae hat das Leben Pause und die Koreaner schalten von ihrem Alltag ab. So auch Yoon Sol Kim und Han Hee Lee. Die beiden Studentinnen zeigen uns, was die Koreaner am Abend so machen. Es geht in eines der vielen sogenannten Selfie-Studios auf der Yul Madanglo. Typisch koreanische Self-Service-Läden, in denen Besucher in vielen Fotoautomaten sich selbst verwirklichen. Wir kommen oft hierher, um Fotos zu machen. Vor allem mit Freunden, nachdem wir etwas essen oder trinken waren. Koreaner haben eine ausgeprägte Selfie-Kultur. Das Smartphone gehört hier zur Grundausstattung und Selfies zum Alltag. Sogar unter der Woche stehen Leute manchmal Schlange an den Self-Studios. Anfang der 2020er begann der Hype um die Selfie-Studios in Korea. Seitdem sprießen die Läden aus dem Boden. Auf der Yul Madanglo gibt es allein an dieser Ecke 5 dieser Läden. Sie sind jedoch nur ein kleiner Teil der Straße. Die Koreaner lieben es, bei Karaoke abzuschalten oder sich in den unzähligen Restaurants mit Freunden zu verabreden. Hier kann das echte Leben kurz pausieren. Wie für die beiden Studentinnen, die mit ihren Erinnerungsfotos in die Nacht verschwinden. Zurück zu unserem K-Pop-Anwärter Tung Yong. In der LP Dance K-Pop Schule bereitet sich der 19-Jährige auf seinen großen Moment vor. Dem Vortanzen bei einer der größten Entertainment-Firmen Südkoreas. Tung Yong ist sichtlich nervös. Um ein K-Pop-Star zu sein, muss ich singen und tanzen können. Und üben ist das A und O. Das Schwierigste bei den Auditions ist, meine Nerven im Griff zu haben. Denn habe ich sie nicht unter Kontrolle, sieht man im Ausdruck, ob ich nervös bin.
Jetzt entscheidet sich für Tung Yong, ob er es in eine der begehrten K-Pop-Akademien schafft. Kann er mit seiner Performance und seinem Gesamtpaket überzeugen? Solche Auditions werden in Südkorea vor allem von den drei großen Plattenfirmen durchgeführt. Wer überzeugt, wird erstmal für mehrere Jahre Trainee bei Koreas Top-K-Pop-Akademien, um dann eventuell ein Star zu werden. Darauf hofft natürlich auch Tung Yong. Und wie ist es gelaufen? Ich war sehr nervös. Nicht nur wegen des Tanzens, sondern auch wegen des Kamerateams. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Ich bin zumindest zufrieden und gespannt, was herauskommt. Später erfahren wir, dass Tung Yong es leider nicht in die finale Auswahl geschafft hat. Doch es war sicher nicht sein letzter Versuch. Wir lassen die K-Pop-Schule hinter uns und fahren über den Hangdang-Fluss zum Gwangchang-Markt. Streetfood-Märkte sind in Seoul seit langem beliebt, um essen zu gehen. Der Gwangchang-Markt ist der älteste und größte der Megametropole. Hier gibt es alles. Von traditionellen Gerichten über Fisch und Nachtisch bis hin zu Kuriosem. Yo Soncho ist so etwas wie der heimliche Star des Marktes. Die 52-Jährige ist bekannt für ihre handgemachten Nudeln. Das Nudelmachen habe ich von meiner Mutter gelernt, die immer für mich und meine 5 Geschwister gekocht hat. Es ist ein traditionelles Gericht, das ich vor allem als Kind geliebt habe. Sie sind nicht schwer zu machen. Das kann eigentlich jeder. Seit mehr als 20 Jahren verkauft sie ihre Nudeln hier. Doch zwischen den Essenständen herrscht Konkurrenzkampf. Kein Wunder, hier gibt es über 20.000 Verkäufer auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern. Täglich besuchen etwa 65.000 Menschen den Markt. Darunter unzählige Einheimische und viele Touristen. Ich gebe immer mein Bestes und stecke mein ganzes Herzblut rein. Ich koche immer so, als würde ich die Gerichte für meine eigene Familie zubereiten, nicht für Kunden. Wenn ich Gerichte zubereite, dann so, wie ich sie gerne esse. Doch das Essen ist bei Yo On-Son eher zweitrangig. Sie überzeugt vor allem durch ihre herzliche und mitfühlende Art. Mit ihr können Kunden reden, denn auch sie kennt die Schattenseiten der Stadt. Als ich hier angefangen habe, war es eine schwierige Zeit. Früher war ich zu Hause und mein Mann hat das Geld verdient. Aber irgendwann hat er sich verzockt und wir waren pleite. Deshalb habe ich den Stand hier auf dem Markt eröffnet. Aber es ist nicht einfach. Niemand, dessen Leben einfach ist, kommt zum Markt. Aber aufgrund der Entscheidungen meines Mannes musste eine Lösung her und wir mussten weiterhin Geld verdienen, um zu überleben. Yo On-Sons harte Arbeit und ihr Mitgefühl zahlt sich aus. Inzwischen ist sie eine feste Institution auf dem Gwangchang-Markt. Für umgerechnet 4 Euro gibt es ihre handgemachte Nudelsuppe. Unser Redakteur lässt es sich nicht nehmen und probiert auch mal. Wirklich kein Wunder, dass bei der Frau so viel los ist hier. Es ist einfach richtig lecker. Yo On-Son und ihre Familie können von ihrem Stand gut leben. Sie verdient bis zu 1 Million Won am Tag. Umgerechnet 700 Euro. Am Anfang war es richtig schwer, aber jetzt bin ich dankbar und sehr froh, dass das Geschäft so gut läuft. Denn die Konkurrenz ist und bleibt groß. Doch Yo On-Son vertreibt so schnell keiner mehr.